geliebtes Menschenkind. Ich lade dich ein zu einem Bad in der Smarana-Energie. Ich lade dich ein, die Töne von Gottes Nähe zu fühlen und wenn du bereit bist, dann gebe mir mit deiner inneren Stimme ein Ja. Denn in diesem Moment, wenn das Ja erklingt, öffnet sich dein Herz. Und es öffnen sich auch alle Zellen. Und das Feld der Smarana-Energie wird zu dir gebracht. Es wird dir zu Füßen gelegt. Es ist ein riesengroßes Feld, welches gerade direkt aus der Wirklichkeit, aus dem Universum, aus Gottes Gedankenfeld, wie ein Segnungstropfen vor dir liegt. Ein großer Segnungstropfen. Und wenn du bereit bist, dann nehme nun einen tiefen Atemzug und trete in dieses Feld hinein. Es ist hier ganz still und du spürst die Nähe Gottes. Du erinnerst dich, dass du Gott kennst. Du erinnerst dich an seine Liebe, an das große Licht, welches jetzt hier leuchtet. So lasse dich tragen und erinnere dich an den Segen der Liebe. Welcher deine Seele berührt. Welcher die Erinnerungsfelder öffnet. Um dich selbst zu erkennen. Denn in Gottes Gedankenfeld ist all das verankert, was dich ausmacht. Es ist die Schöpfungsenergie, welche du spürst. Und so lasse diese Nähe zu. Und lasse dich tragen. Der Segnungstropfen umhüllt dich von innen und füllt dich aus. Er umhüllt dein Äußeres und füllt dein Inneres aus. Es ist die pure Liebe Gottes, welche du spürst. Smarana.
Marana. Smarana, spüre die Töne, wie sie pulsieren. Spüre die Töne, wie sie dich lieben, wie sie deine Erinnerung erfrischen. Dir zeigen, dass du ein Geschöpf Gottes bist, dass du ein Gotteskind bist und jetzt Zugang zu der höchsten Quelle der Smarana-Energie erhältst. Es ist der Segnungstropfen, welcher in dir die Türen öffnet, welcher dich fühlen lässt, was Glückseligkeit bedeutet. Und so wiederhole mit deiner inneren Stimme das Wort Smarana, Smarana, Smarana. Lass die Töne auf dich wirken, denn Smarana bringt dir Gott. Smarana bringt dir die Liebe und die Erinnerung. Wenn du magst, hast du jetzt die Gelegenheit, ein paar Worte, ein kleines Gebet zu Gott zu sprechen. Tue dies mit deiner inneren Stimme.
nun ist es an der Zeit, dieses wundervolle Feld der Liebe von Smarana wieder zu verlassen. Du hast so viel Liebe aufgetankt und so viel Licht leuchtet in dir, dass du ohne Mühe jetzt wieder in dein Hier und Jetzt zurückgehen kannst. Bedanke dich noch bei Gott. Bedanke dich bei Smarana für all das, was geschehen durfte. Und dass es dir erlaubt war, all dies zu fühlen. Und vielleicht auch Bilder zu erhalten. Dann nehme einen tiefen Atemzug, trete aus diesem Feld der Smarana-Energie hinaus und komme in deiner Geschwindigkeit, in deinem Hier und Jetzt wieder an. Spüre die Sitzfläche oder die Liegefläche, wo du gerade dich befindest. Bewege deine Hände und Füße und wenn du bereit bist, öffne deine Augen, um wieder ganz im Hier und Jetzt zu sein.